Hallo und herzlich willkommen zum Eurotruck Simulator 2 Indogener mit dem Dasi und mit dem Stefan. Und wenn du schauen, da ist der Karatsu, ja, den schauen wir jetzt geschlagene 20 Minuten zu, mit der versucht jetzt zum Einpacken. Ja. Ich habe mir gedacht, ich starte jetzt geschwind die Aufnahme, dass ist das aussieht, weil der ist phänomenal geil. Ja. Fährt ganz rein und gibt wieder Gas nach vorne und zieht dann wieder ganz nach vorne. Das ist schon faszinierend. Also irgendwie hat der Problem, der Kollege. Ja, ich weiß nicht, vielleicht will er auch hundertprozentig perfekt eingepackt haben oder sowas. Meinst du? Ja, vielleicht ist das so einer. Glaubst du, dass das so ein Freak ist? Ne, da kommt schon wieder einer. Gut, Freunde, wir machen uns auf den Weg. Es hilft dir nichts, ja. Wir sind auf dem Weg nach Malmö, von Prag jetzt nach Malmö auf. Wir fahren über Dresden. Und ich übernehme da jetzt einmal die Spitze von den Eisberg. Und ja, wir haben uns wieder ein nettes Thema dann für euch ausgedacht, aber da quatschen wir erst, wenn wir auf der Autobahn sind. Ich muss mich da jetzt echt konzentrieren, wie fährt er mit Dresden? Ja, ich muss hier erstmal rauskommen, weil der Blödmann da so blöd. Okay, na du musst da rauskommen und ich schau doch noch mal auf die Karte, ob ich da richtig fahre überhaupt. Ich muss links. Ja, ich muss links und dann Kreisverkehr rechts. Okay, passt. Wir können da links, definitiv nach links. Links, 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 links. Sonst waren wir da komplett falsch. Jawohl. Ja. Denk dran, Manni, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ey, das ist nur ein bisschen früher so. Ach ja, nee. Das stimmt. Ja, ich habe mir extra einen Nagel in den Daumen gehauen, damit ich mal weiß, dass ich da liegen kann. Na, so weit kommt es noch. Ui, ich fahre schon wieder 60 in der Stadt, das geht ja gar nicht mehr. Das ist der Schiffssicht. Ui, ui, ui. Ja, das gibt Minus beim Gehalt. Ja, ich kriege schon kein Geld mehr, also. Naja. Ja, da musst du noch welches mitbringen. Ja, eben drum, ne? Ich muss schon seinen Sponsor kriegen. Ja, genau. Also, lieben Zuschauer, nicht? Wenn Sie haben, jetzt, dass ich nach wie vor in Dasi seiner Firma bin, nicht? Dann müsst ihr mich unterstützen, müsst ihr sponsern mich, weil sonst nicht, kann ich mir das bald nicht mehr leisten. So. Ah, wir haben Prag hinter uns gelassen. War eigentlich auch sehr mutig von uns nach Prag zu fahren, weil normalerweise ist Prag ja auch immer die Hölle. Ja, stimmt, da ist aber eigentlich aber verhältnismäßig ruhig, muss ich sagen. Ja, die sind jetzt alle auf EU2. Na, hoffentlich. Und fahren mit ihrem neuen PKW spazieren. Ja, ja, das finde ich ja so Banane. Was das eigentlich nur mit einer LKW-Simulation zu tun hat, frage ich mich aber bitte. Ja. Irgendwer wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja, oder eben halt auch nicht. Nachvollziehen kann man das nicht so richtig. Nee, überhaupt nicht. Ja, weil es ist völlig sinnbefreit, weil einfach nur durch die Gegend zu fahren, ohne Ziel oder sowas, ja, weiß ich nicht. Ist egal, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Auto hin, Auto her. Wir können uns eh nicht ändern und aufregen tue ich mich nicht drüber. Scheiß Autos, ja, verdammte Scheißen, Dreck. Nein, ich ring mich nicht auf. Ja, Thema haben wir eigentlich gedacht, wir wollen ein bisschen da wie soll ich sagen? In die Science Fiction. Genau, in die Fiction greifen wir jetzt an, in die Science Fiction. Und zwar haben sie wie gedacht, wir reden ein bisschen so über Außerirdische und so. Was eigentlich meine Mitaufnehmpartner so von Außerirdische halten, ob jetzt zum Beispiel Außerirdische schon auf der Erde waren. Was noch ganz interessant wäre, für mich zu erfahren, zum Beispiel von Dasi und Stefan, ob sie der Meinung sind, war der Mensch schon am Mond, nicht? Aber da gibt es ja auch Verschwörungstheorien bis zum geht nicht mehr. Genauso wie ob in die 50er Jahren, 60er Jahren wirklich Außerirdische bei uns gelandet sind und die Amerikaner da das vertuscht haben in der Area 51 und so weiter und so fort. Jo, da wären wir eigentlich gleich beim ersten und das nehme ich mir gleich einmal heraus. Also ich persönlich bin der Meinung, ja, dass wir in unserem Weltall nicht alleine sind. Also ich glaube, dass es einen Planeten gibt, den was wir noch nicht gefunden haben mit unseren technischen Mitteln, wo ich sage, da sind definitiv auch noch Lebewesen vorhanden. Ja, das was weiterentwickelt sind wie wir.
Das sage ich jetzt einmal so. Ich meine, jetzt da nicht, die schauen jetzt da nicht so aus, wie man sie es da jetzt da so in die Filme und so immer zeigen und so wie der ID oder so. Also, oh, schöner Konvoi. Also, das glaube ich nicht. Ja, also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die eigentlich uns ziemlich ähnlich sind. Vielleicht haben sie nur 4 Finger oder so oder 3 Augen oder 2 Nasen oder so in der Richtung. Okay, kann ich mir vielleicht vorstellen, aber von Aufbau her, glaube ich, sind sie eigentlich so wie mir. Ich glaube nicht, dass da viel Unterschied sein wird, ja. Das kann ohne weiteres sein. Wie gesagt, man muss ja mal rechnen. Es gibt Millionen erdähnlicher Planeten in dem ganzen Universum. Und warum sollte ausgerechnet die Erde wirklich der einzige Planet sein, der das Glück hatte, Lebewesen zu entwickeln? Ich denke ja auch, dass es da andere gibt, wenn die auf demselben Stand sind. Sagen wir mal, die sind ähnlich technisch so weit wie wir. Können die ja auch nirgendwo hinreisen. Und deshalb heißt es ja noch lange nicht, es gibt keine, nur weil die noch nie uns besucht haben, zum Beispiel. Wenn die eben die technische Möglichkeit nicht haben, denken die vielleicht auch, ja, es gibt keine anderen Außerirdischen, obwohl wir existent sind. Aber sie können uns halt nicht besuchen, weil wir zu weit weg sind. Wäre durchaus möglich, ja. Würde es Sinn ergeben, ja. Ja. Außerirdische müssten ja nicht zwangsläufig jetzt wirklich weiterentwickelt sein, als wir sind. Wer sagt das? Keiner. Also, die können auf demselben Entwicklungsstand sein wie wir, können sie ja weiter hinter uns ja noch sein. Das weiß ja auch keiner. Aber ich glaube nicht, oder ich finde es anmaßend, wenn der Mensch behauptet, er wäre das einzige Lebewesen in diesem ganzen Universum. Ich glaube, das ist mir zu viel Zufall dann, dass es wirklich nur ein einziges Mal in diesem ganzen Universum die Möglichkeit gab, Leben entstehen zu lassen. Also das ich denke auch, dass es zumindest in unserem Sonnensystem relativ unwahrscheinlich ist, dass es weiteres Leben gibt auf den Planeten, die wir kennen. Ja. Aber das Universum ist ja so groß, wie wir uns das kaum vorstellen können. Ja. Irgendwo wird es auch einen Planeten mit ähnlicher Beschaffenheit geben und irgendwo wird sich auch noch Leben entwickelt haben, in welcher Form auch immer. Davon bin ich auch überzeugt. Wie gesagt, die können auf unserem Stand erst sein und können halt auch irgendwo anders hinreisen oder sowas. Das weiß ja keiner. Die müssen ja nicht zwangsläufig intelligenter oder besser gebildet sein als wir und dadurch eben einen besseren Antrieb entwickelt haben. Muss ja alles nicht sein. Kann sein, aber ich glaube einfach, die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass wir einfach große Entfernungen haben, dass wir eben die anderen gar nicht erst dadurch bemerken. Oder vielleicht suchen wir auch in der falschen Ecke des Universums und die suchen in der ganz anderen Ecke des Universums und dadurch werden wir uns auch nie begegnen. Ja, der Blitzer hat auch gerade also in die falsche Richtung gesucht, was da war. Wir haben gerade nämlich ein Knöllchen von IT bekommen. Ja. Wir kommen in den Club. Mir das so vor, als wir sind wie auf einem Ozean mit einem Fernglas oder früher mit einem U-Boot. Da hat man in die Richtung geschaut und konnte halt im Umkreis von 5 vielleicht 10 Kilometer irgendwas sehen und was außerhalb dieses Umkreises war, einfach nicht zu entdecken, weil man so weit nicht schauen konnte. Ja, oder? Dich sonst auch mit dem Universum. Wir können gar nicht so weit gucken, vielleicht um irgendwas was zu entdecken wäre. Ja, ich sage auch immer, das ist so wie im Mittelalter halt hier mit Segelschiffen und sowas. Da sind die Leute auch aneinander vorbeigesegelt und haben sich nicht bemerkt, obwohl sie nur 200 Kilometer auseinander waren, weil sie eben nicht die technischen Mittel hatten, den anderen zu sehen. Das gab es halt damals nicht. So und so ähnlich wird das im Universum genauso sein. Das Universum ist so groß, wenn die anderen oder wir in der genau falschen Richtung suchen, werden wir uns nie sehen. Auch wenn die vielleicht gar nicht so weit weg wären. Ja. Ja, ich glaube, halt mal an. Ich glaube, wir haben das Problem. Ich hab die Arschkarte, ja. Wir müssen die nächste rechts runter über die Landstraße und dann hoch Berlin. Gut. Wir müssen da rechts. Scheißen Drecken aus der verdammten Hölle. Na gut, okay. Was soll's. Wir fahren ja gerne Umwege. Ja.
Das Stehenbleiben ist momentan ganz blöd, wenn es hoch bleibt. Ich habe mittlerweile 22 Tonnen. Beim 320 ist das doch recht schwer, dann wieder in Gang. Ja, du hast da ein leichtes Problem mit dem TS, Stefan. Ja, es ist wieder 23 Uhr, dann fängt auch wieder das Problem mit Stefans TS an. Ja. Ja, okay. Das werden wir gleich beheben. Wir fahren da jetzt da runter. So, wie habe ich jetzt gesagt, da vorne dann links, ne? Ja. Genau so war das. Also rechts gehen wir wieder nach Prag zurück. Ja. Ne, warte mal. Nach Dresden. Nach Dresden. Ne, ich glaube, wir fahren jetzt rechts. Nach rechts? Bist du sicher? Ja. Weil links fahren wir doch wieder nach Dresden. Links geht es dann in Richtung Süden wieder runter. Okay, na, wir schauen sicher zu, wenn wir noch. Ja. Was oder steht warte denn mal, da steht da was auf die Schilder. Leipzig. Ja, Leipzig, Berlin ist gut. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, das ist die Herausforderung, weil nach Dresden wollen wir ja nicht wieder zurück. Ja, ich hätte von nicht jetzt da so den Dings rauffahren. Weißt du, da das ja. Nadelöhr, sondern ich hätte müssen rechts abbiegen, das ist eh schon Berlin gestanden. Wir waren jetzt nicht sicher, gerade oder rechts. Hm. War ein bisschen komisch angeschrieben für mich. Aber naja, alle Wege führen nach Malmö. Ja, das ist halt mit. Ich finde halt hoppala. Das war aber ein Schlenker, mein lieber Freund. ich finde, das ist ein Thema, außerirdische. Ich glaube, da könnte man reden 600 Folgen lang drüber, ja, weil da jeder seine eigenen Ansichten darüber hat. Ja. Also, ich sage jetzt einmal so: in unserem Sonnensystem glaube ich nicht, dass da Lebewesen noch gibt. Also, in der Milchstraße glaube ich. In der Milchstraße glaube ich nicht, dass da Lebewesen gibt. Zumindest nicht so. Wie sie mir das vorstellen. Ja, aber ich sage jetzt, außerhalb von der Milchstraße kann ich mir das definitiv wirklich vorstellen, dass da ja, so Lebewesen gibt, eben wie wir sind, ja, die was jetzt auch da vom Computer sitzen, da geht er aufnehmen und ETS spielen. Ja. Weiß man es? Alles ist möglich. Weiß man halt nicht. Und wie gesagt, es wäre sehr anmaßend zu sagen, es gibt im ganzen Universum nichts mehr. Weil die, ich denke einfach, die Natur ist dafür ausgelegt, immer wieder Neues zu erschaffen. Und gucke allein mal auf hier auf unserer Erde, wie viele Lebensformen hier entstanden sind, auch abgelegen auf irgendwelchen Inseln, die die ganze Zeit lang nicht bevölkert waren und trotzdem ist da auch Leben gewesen und so. Ich glaube einfach, dass Leben sich automatisch irgendwann entwickelt, wenn natürlich das Klima stimmt. Halt der Abstand zu einer Sonne, der Abstand darf nicht zu groß sein, darf nicht zu klein sein. Es muss natürlich auch eine Anziehungskraft geben, am besten natürlich auch einen Planeten, der auch einen Mond hat, damit der Planet stabil in seiner Umlaufbahn liegt. Weil ohne Mond hätte sich wahrscheinlich auf der Erde auch kein Leben entwickeln können. Weil der Planet ohne Mond viel zu instabil gewesen wäre und auch da die Tage viel zu schnell rumgegangen wären. Ja, vor allem, du hättest keine Ebbe und keine Flut mehr, ne? Und somit wäre Leben auf der Erde gar nicht einmal denkbar. Ja. Ob man es glauben oder nicht, aber wie gesagt, ja, was du das jetzt schon gesagt hast, gewesen ist auf der Erde, ja, das stimmt schon, ja, es ist in Menschens Natur leider Gottes halt auch so, ja, leichter zu zerstören als aufzubauen, ja. Aber wir jetzt einmal nehmen da ein Beispiel jetzt nur, ich meine, wir weichen da jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber das ist mir wurscht, wie viele Tiere der Mensch schon ausgerottet hat, ja. Ja. Tja, und da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel weiterreden, ne? Nö, und teilweise einfach nur willkürlich, um Trophäen zu haben, ohne dass es wirklich einen Sinn oder Nutzen hat, ja. Elfenbeinjagd zum Beispiel, der Mensch braucht Elfenbein nicht. Und ja, trotzdem haben wir die Tiere fast ausgerottet, Elefanten, Nashörner und sowas, nur um Schmuck zu haben. Und ich sage einfach mal, sollte es Außerirdische irgendwo geben und die sind so drauf wie wir, dann hoffe ich, dass die nie uns entdecken und hier hinkommen. Dann sind wir nämlich platt. Weil wir würden es wahrscheinlich nicht genauso machen.
wenn wir die Möglichkeiten hätten, vom Antrieb her wirklich ferne Planeten zu erreichen, dann würde ich da die Außerirdischen, oder da die, das sind ja dann keine Außerirdischen, also die Bewohner des Planeten, würde ich bedauern. Weil der Mensch hat halt so einen Charakterzug, er zerstört gerne alles, was er kriegen kann. Und sollten zum Beispiel Außerirdische auf hier die Erde kommen, die müssten sich ja auch verstecken, weil der Mensch würde es nicht tolerieren, wenn andere eine bessere Technik haben und die nicht mit uns teilen wollen. Also ich gehe davon aus, wenn Außerirdische jetzt landen würden, ja, und gehen wir mal von Amerika aus, ja, weil wenn du Filme siehst, ne, die Außerirdischen sind immer in Amerika. Ja. Warum auch immer. Ja? Nicht in Moskau oder in Japan oder so. Nein, ist ja egal jetzt. Auf alle Fälle, ich glaube auch, dass wir so dämlich wären, ja, und der Mensch ist so dämlich, ja, dass wir definitiv mit denen einen Krieg beginnen würden. Ja. Eben weil sie eine Technologie haben, die was wir nicht haben, aber gerne hätten. Mhm. Und freiwillig werden sie uns denen geben, die werden sagen, Leute, setzt mir nicht besser, wir setzen nicht auf diesen Stand, ja. Wir können dann in 100 Jahren Erfurt, Leipzig, wir fahren Leipzig. Wir können in 100 Jahren einmal drüber reden, ob die Menschheit dann so weit ist, ja. Aber jetzt momentan, nee, kriegt es nicht. Und auf diesen auf kann ich mir gut vorstellen, dass da gewisse Leute halt hergingen und dann solche, die Technologie halt stehlen wollten. Und das werden uns die Außerirdischen natürlich übel nehmen und dann hätten wir ja den Salat, ne? Ja. Aber der Mensch ist halt so, wir würden es nicht tolerieren, wenn die uns die Technik, einige Menschen natürlich, aber die meisten oder die Macht haben, Militärs etc., würden es nicht tolerieren, dass es irgendeine Technik gibt, die sie nicht in die Finger bekommen. Und der Mensch ist auch ein Paranoid. Wir würden dann immer Angst haben, die könnten ja die Technik gegen uns einsetzen. Also müssen wir die Technik uns besorgen oder die Leute ausrotten. Ja, genau so sehe ich das auch, ja. So hat der Mensch in seiner ganzen Geschichte über immer agiert. Ja, der Mensch ist einfach so dämlich, nicht? Man braucht ja nur mal die Indianer hernehmen, was dem ja. Amerikaner mit den Indianern gemacht haben, nur damit sie das Land kriegen von ihnen. Ja. Da ging es wirklich nur ums Land und um sonst nichts, nicht um Technik oder sowas. Da ging es einfach nur ums Land. Ja, und man wollte dann quasi die Indianer in Reservoir sperren und Lalaland hast du nicht gesehen und man hat ihnen eigentlich den kompletten Lebensraum genommen. Naja, so ist der Mensch halt. Ne? Der Mensch ist halt, um es auf Deutsch zu sagen oder auf Österreichisch zu sagen, ein Arschloch. Ja, das ist so. Und ich fahre da jetzt rein, weil die Folge ist wieder um. Weil da haben wir eine Collision Zone, da kann uns nichts passieren. Und ja, solange der Mensch so denken tut, ja, ich bin der Beste, der Schönste, der Größte, ja, und ich würde es haben, was andere nicht haben, nicht? Weil wenn ich die Waffen habe, was Außerirdischen haben, ja, zum Beispiel Lasergewehre oder Lalana hast du nicht gesehen, ja, dann bin ich natürlich auch der King of the Road, weil ja, dann natürlich bin ich der König auf der Erde und dann bestimme ich, was auf der Erde passiert oder nicht passiert. Ne? Und das wäre für mich eigentlich das absolute Thema dafür, dass wir einen Krieg anfangen werden. Ja. Aber gut, Freunde, zum nächsten Dings werden wir dann weiterreden in der nächsten Folge. Wir bedanken sich fürs Zuschauen. Lasst uns doch einen Daumen hoch da oder einen Daumen nach unten. Wenn ihr einen Daumen nach unten gibt, bitte dann kommentiert, warum ihr einen Daumen nach unten gegeben habt. Ja. Ansonsten wünsche ich mir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, ade. Tschüss.